Die Insider, die spannendsten Journalisten des Landes, diskutieren die Themen des Tages. Die Insider, kontroverse Positionen und spannende Einblicke hinter die Kulissen. Die Insider, nur auf OE24TV. Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Insider. Es geht um Sebastian Kurz und über ihn und auch Thomas Schmidt werden wir mit unseren Gästen sprechen. Ich würde sagen, wir beginnen bei der Dame, Frau Ursula Stenzel. Herzlich willkommen und danke, dass Sie gekommen sind. Gerne, danke für die Einladung. Als ehemalige Moderatorin und Journalistin sind wir natürlich sehr gespannt auf Ihre Einschätzung. Und zu meiner anderen Seite, da ist es Florian Höllwart, bekannter Wiener Rechtsanwalt. Auch für Sie vielen Dank, dass Sie sich heute hier zu uns ins Studio gesetzt haben. Danke für die Einladung. Dankeschön an Sie beide. Wir haben es mitverfolgt, der fünfte Verhandlungstag rund um Sebastian Kurz. Wie jedes Mal hat Sebastian Kurz ein kurzes Statement am Anfang gegeben. Jetzt haben einige Beobachter gemeint, ist das wirklich notwendig, immer mit einem Statement aufzutreten? Das sei doch eher ungewöhnlich. Frau Stenzel, wie sehen Sie das? Er ist zu Beginn dieses Prozesses mit einem langen Statement aufgetreten, dazwischen glaube ich nicht. Und heute hat er wieder gesagt, er freue sich ein Stück darauf, was immer das bedeuten mag. Aber er sieht eben seine Fälle nicht davon schwimmen und stellt sich diesem Prozess, ja. Herr Höllwart, wie ist hier Ihre Einschätzung? Wie nehmen Sie die Präsentation von Sebastian Kurz wahr? Er ist ja auch politisch und medienpolitisch sehr versiert. Gut, rechtlich ist es völlig irrelevant. Ja. Das Verfahren findet im Gerichtssaal statt und nicht draußen. Und sowohl der Vorsitzende als auch die Staatsanwälte, letztendlich auch die Verteidiger, sind so professionell, dass das keine Auswirkung hat. Also beeinflussen lässt sich davon mit Sicherheit niemand, außer der Öffentlichkeit. Tatsächlich ist es so, dass es Mandanten gibt, die suchen die Öffentlichkeit, die suchen das mediale Interesse aus subjektiven Gründen. Und es gibt Mandanten, die sagen, sie möchten die Öffentlichkeit ausgeschlossen haben. Und bei einem ehemaligen Bundeskanzler ist es natürlich schon nachvollziehbar und naheliegend, dass er natürlich ein bisschen aus seiner politischen Tätigkeit heraus ein Mitteilungsbedürfnis hat, das ihm vielleicht auch subjektiv hilft in der Situation und er einfach seine Sicht der Dinge direkt der Öffentlichkeit mitteilen möchte, die es ja sonst nur über Journalisten unter Umständen aus dem Gerichtsverfahren erhalten. Die Rede war heute auch davon, dass der Ton immer rauer wird. Das war zu erwarten, dass natürlich hier auch mit der Zeit die Anspannungen steigen könnten. Es geht hier natürlich auch um sehr viel. Frau Stenzel, was sagen Sie dazu? Also ich meine, vor lauter Prozesstagen, ich glaube, es geht seit Oktober, dieser Prozess. Für mich ist es eine gefühlte Ewigkeit bereits, dass dieser Prozess läuft. Die inkriminierte Aussage, um die es hier geht, ist eine Unschärfe in einem Untersuchungsausschuss im Parlament, wo es eigentlich darum gegangen ist, festzustellen oder nicht festzustellen, inwieweit Kurz als Bundeskanzler involviert war und gewusst hat von der personalpolitischen Entscheidung bei der ÖBAG im Vorstand. Und Schmidt, ein Ex-Generalsekretär im Finanzministerium, war ja sehr lange Zeit, wie man allen Chats entnehmen kann, ein enger Vertrauter, also in einem ständigen Austausch, auch Chat-Austausch mit Kurz. Und man darf also eines nicht vergessen, dass es in dem Untersuchungsausschuss darum gegangen ist, ob überhaupt ein Politiker das Recht hat, im Falle einer Personalentscheidung, die einen teilprivatisierten Betrieb betrifft, also ÖBAG, wo ja ein Teil immer noch im Staatsbesitz ist, ob ein Kanzler da eigentlich was davon wissen muss, wer dort sitzt, in verantwortlicher Stelle oder nicht. Jetzt wirklich, man hat vor lauter Prozesstagen schon vergessen, worum es dabei ging. Es ging um einen teilprivaten, teilstaatlichen Betrieb. Wenn ein Kanzler, wer immer, eigentlich sich nicht darum gekümmert hätte, wer dort im Vorstand sitzt und wer Aufsichtsrat
Bundesratsvorsitzender ist, dann wäre er wahrscheinlich kein guter Kanzler gewesen. Also warum das, also dieses Ausmaß dann einer gewissen juristischen Lar-pur-Lar-Inszenierung genommen hat, dahinter liegen natürlich politische Motive. Und wie wir alle uns erinnern, ging ja die Anzeige, glaube ich, von der Neos da aus, in dem Fall von der Frau CRISPR, die also bei einer Unschärfe sofort hingehakt hat, da können wir jetzt andocken und sozusagen einen Riesenprozess aufblasen. Wie man da letztlich entscheidet, strafrechtlich relevant, ist das meiner Ansicht nach nicht. Das ist politisch relevant. Hat er was gewusst über die personalpolitische Entscheidung, hat er mitgewirkt, dann wäre es eigentlich seine Verantwortung als Bundeskanzler gewesen, es zu tun. Wenn er es nicht gemacht hat, wäre es auch seine Verantwortung gewesen, es zu tun. Es ist ein klassisches Dilemma, ja. Und ich meine, natürlich, der Fehler von Kurz liegt viel weiter zurück, meiner Ansicht nach. Der liegt darin, da zurück, wo also die blau-schwarze Koalition oder Türkise aufgekündigt hat. Alles andere ist dann auch schon eine Folgewirkung dieser einen falschen Fehlentscheidung, ja. Sie haben das Stichwort gerade geliefert, die Fehlentscheidungen, und auch sehr interessant, es hatte anfangs ja geheißen, es werden nur einige Prozesstage sein, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 2 oder 3, jetzt hat es sich doch in die Länge gestreckt. Wie sehen Sie das? War das eine bewusste Strategie auch der Anklage? Nein, also das Gericht setzt die Prozesstage fest und sollte sich während des Verfahrens herausstellen, dass weitere Prozesstage notwendig sind, weil wir befinden uns ja im Beweisverfahren, weil beispielsweise Zeugen länger befragt werden als angedacht oder zusätzliche Zeugen oder Beweise hervorkommen und die auch beantragt werden, dann nimmt einfach das Strafverfahren insofern seinen Lauf. Also mich wundert weder die Länge des Verfahrens, es geht ja letztendlich um was. Und der Vorsitzende hatte natürlich ein sehr großes Interesse daran, dass der Prozess in der Instanz nicht gehoben wird wegen irgendwelcher Verfahrensmängel. Also auch schon aus diesem Grund wird das Verfahren sehr gründlich und präzise geführt. Dass es in der Verhandlung selbst zwischen den Verteidigern und dem Herrn Schmidt rau zugeht, ist naheliegend, weil ja offensichtlich die Aussage des Herrn Schmidt seitens der Angeklagten in Zweifel gesetzt wird im Zusammenhang mit seinem Kronzeugenstatus. Und daher ist es völlig nachvollziehbar, dass hier der Ton auch rauer ist. Also auch das ist meines Erachtens normal. Und die Zeugen, ich weiß ja nicht, welche noch befragt werden. Es war jetzt der Schmidt und sollten auch noch andere befragt werden, wird das Gericht diese abhandeln, die Beweisthemen und die Beweisanträge. Und am Ende des Tages wird es dann ein Urteil geben, nämlich dahingehend, ob es einen Freispruch gibt oder nicht. Und angeklagt ist die falsche Beweisaussage, und da muss ich der Frau Stenzel natürlich schon irgendwie recht geben. Es mutet natürlich schon irgendwie der Beigeschmack an, dass dieses Strafverfahren ein bisschen initiiert worden ist aufgrund oppositioneller politischer Befindlichkeiten. Und ich kann überall ein Haar in der Suppe finden. Die Frage ist nur, hat es tatsächlich strafrechtlichen Wert? Und wenn es das nicht hat, sind natürlich die Folgen eines Strafverfahrens massiv, nämlich auch für die Angeklagten, wenn sich am Ende des Tages herausstellt, dass daran nichts war, dass keine falsche Beweisaussage stattgefunden hat. Und das ist aber dann schon auch ein bisschen eine moralische Frage und auch eine politische, ob man einfach so mir nichts, dir nichts, ungeprüft irgendwelche Anzeigen machen kann. Ja, und ja, aber so ist es, und das wird das Gericht dann feststellen, ob was rauskommt. Auch interessant, Sie haben das Stichwort geliefert, es geht ja auch darum, dass Thomas Schmidt den Kronzeugenstatus anstrebt. Ja. Glauben Sie, das wird möglich sein, Frau Stenzel? Das wird man am Ende dieses Prozesses sehen. Bis jetzt ist da ja nichts geschehen, offenbar. Da wird ja einiges auch offenbar von das sogenannte Beinschaftstool, also dieser Prozess schwebt noch ein bisschen wie ein Damoklesschwert über allen Beteiligten. Also manipulierte Umfragen, ob das mit Wissen von Kurz geschehen ist oder nicht. Ich meine, heute war interessant sicher und eine Aussage von Schmidt, dass es eigentlich
denkunmöglich ist, dass bei so wichtigen Entscheidungen für die Republik ein Kanzler eigentlich nichts weiß. Ja? Die Frage ist, muss er sich dafür entschuldigen? Ja? Dass er, wenn er nichts weiß, ist es schlecht. Weiß er was, ist es offenbar auch schlecht. Also es ist hier ein Dilemma auch in diesem Prozess selbst. Ja? Dass Thomas Schmidt heute, glaube ich, gesagt hat, oder dass also es denkunmöglich ist, dass ein Regierungschef in so einer Entscheidung nicht informiert ist und nichts davon weiß und dass er handeln kann, allein als Beamter sozusagen, ja, das ist denkunmöglich, ja. Dafür muss man allerdings auch einen Beweis haben, nicht? Offenbar ist hier also... Immerhin ist Thomas Schmidt, glaube ich, 2 Wochen von der WKStA verhört worden. Also 2 Wochen lang. Und ich erinnere mich an einen Kommentar damals, dass also ein Insider, ein sogenannter Insider der Innenpolitik, gesagt hat, es ist schwer vorstellbar, dass man 2 Wochen lang hier etwas völlig Unwahres behauptet. Ja? Also muss man auch in Betracht ziehen, dass hier Thomas Schmidt, der auch Zeuge ist, ja? Zeuge sowohl der Anklage als auch der Verteidigung in dem Fall, nicht? Der steht unter Wahrheitspflicht. Ein Angeklagter kann, wenn es ihm selbst schadet, sich also auch der Wahrheitspflicht entziehen, ja? Also mir hat einmal ein Jurist gesagt, ein sehr gefinkelter Anwalt, hat gesagt, der Angeklagte ist der Einzige, der in einem Prozess die Unwahrheit ungestraft sagen kann. Also ich will es nicht so überspitzt hier stehen lassen, aber das muss man auch in Betracht ziehen. Als Jurist der Wahrheitspflicht entziehen, wie stehen Sie zu dieser Aussage? Beschuldigter Angeklagter hat das Recht, sich zu verschweigen. Mhm. Er kann auch die Unwahrheit sagen, also er darf auch lügen, sofern er nicht andere mit seiner Lüge einer Straftat bezichtigt oder einer Gefahr einer gerichtlichen und behördlichen Verfolgung aussetzt. Das wäre dann die falsche Beweisaussage. Also das darf ein Beschuldigter, ein Angeklagter, der Zeuge, muss die Wahrheit sagen, ja, das ist richtig, sofern er nicht Gefahr läuft, sich selbst mit seiner Aussage strafrechtlich zu belasten. Ja. Beim Herrn Schmidt ist die Kronzeugenregelung ein Thema, die setzt gewisse Voraussetzungen voran, nämlich der Beschuldigte, er muss als Beschuldigter geführt werden, beziehungsweise Verdächtiger, darf noch nicht eingenommen worden sein von der Kriminalpolizei bzw. der Staatsanwaltschaft. Und er muss dann vorher schon der Staatsanwaltschaft, vereinfacht gesagt, derart interessante oder wichtige Hinweise geben, die die Staatsanwaltschaft sonst nicht erlangen könnte ohne seine Hilfe. Und dann hat die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit, den Verdächtigen bzw. den Beschuldigten das Ermittlungsverfahren vorerst einzustellen mit Vorbehalt der Fortführung und nach diversionellen Regeln vorgehen, nämlich dass das Verfahren dann endgültig eingestellt wird und eine Geldbuße oder Sozialleistungen, was auch immer. Aber die Schwierigkeit bei der Kronzeugenregelung ist, oder der Vorbehalt auch von Anwälten, dass natürlich, wenn ich etwas aussage, nämlich beichte oder eine tätige Reue mache vor der Behörde und das Verfahren wird gegen die Beschuldigten, gegen die Angeklagten eingestellt, ich unter Umständen mit zivilrechtlichen Schadenersatzansprüchen konfrontiert werden könnte. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein Risiko unter Umständen. Also das steht ein bisschen unter Vorbehalt. Aber grundsätzlich hat man auch kein Recht darauf. Also es ist im Belieben der Staatsanwaltschaft, wie sie da vorgeht grundsätzlich. Jetzt beobachten wir den Fall ja alle schon eine Weile. Sie haben es vorher auch schon angesprochen. Es dauert schon einige Prozesstage lang, auch wenn man sich ein bisschen das mediale Feedback dazu anschaut. Ich möchte natürlich auch aus Ihrer Perspektive wissen, Sie haben vorher gemeint, es gab einige interessante Dinge, die Ihnen aufgefallen sind. Was würden Sie sagen jetzt konkret bei dem Prozess? Was waren Punkte, Dinge, die Ihnen aufgefallen sind, wo Sie sagen, dass Punkte weniger, muss ich Ihnen ehrlich sagen.
sagen, weil ich verfolge es so wie Sie wahrscheinlich auch nicht im Gerichtssaal, sondern wie ein normaler Konsument der Information über die Medien natürlich. Also ich kann also Punkte bei dem Prozess kann ich gar nicht sagen, was mir da besonders jetzt aufgefallen ist. Aber was mir insgesamt aufgefallen ist, dass es ja bereits Vorprozesse schon gegeben hat gegen den Ex-Finanzminister Blümel, der also ein guter Vertrauter auch von Sebastian Kurz war. Und gegen Blümel wurden die Ermittlungen eingestellt. Ja, das ist interessant, wobei also immer betont wurde, sie wurden nicht eingestellt, weil man so seine Unschuld oder Unbeteiligtheit oder so hier einfach festgestellt habe, sondern wegen mangelnder offenbar Beweise. Ja? Also gut, aber eingestellt. Ja? Und bei Frau Glatz-Kremser, die ebenfalls also hier sich verantworten musste, bei der hat man eine sogenannte, ihr hat man eine Diversion zugestanden. Die hat sich also auf diese Art und Weise den Prozess unterzogen, auch aus verständlichen Gründen, weil sie wahrscheinlich nie so im Naheverhältnis der Entscheidungen war. Ja? Und da ging es ja auch um die Casino-Affäre und eine personalpolitische Entscheidung bezüglich der Casinos. Also bei ihr war es eine Diversion. Beim Blümel wurden Ermittlungen eingestellt. Das muss man im Hinterkopf haben, wenn man diese jetzige Prozessphase mit Kurz als Angeklagten und Bonelli, seinem Kanzleramtsminister, auf der einen Seite und Herrn Schmidt auf der anderen Seite hier beobachtet. Jetzt ist es ja immer ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, aber Sebastian Kurz, der hat ja auf Freispruch plädiert, insgesamt wurde ja auf Freispruch auch von den anderen Beteiligten plädiert. Was sagen Sie, was ist hier Ihre Einschätzung? Wird das ein Freispruch am Ende? Also ich meine, wenn er nicht auf Freispruch plädiert hätte, wäre also meiner Ansicht nach, also würde er sich selbst derartig schaden. Also natürlich muss er auf Freispruch plädieren. Ja? Die Frage ist überhaupt, soll man solche politischen Entscheidungen und politischen Abläufe immer vor den Kadi zerren? Allmählich hat man den Eindruck in diesem Land, dass die Justiz immer dann einspringen muss, wenn die Politik offenbar nicht weiter weiß. Und das halte ich für eine wirklich bedenkliche Entwicklung, weil es schadet A, der Justiz, der man in dem Fall der WKStA nicht eine völlige Objektivität bescheinigen kann. Also wenn man sich daran erinnert, wie die WKStA überhaupt entstanden ist, ich glaube durch einen gewissen Dr. Geier, der war eindeutig grün, nicht wahr? Also muss man das auch im Gedächtnis haben. Hier sind Verschiebungen und Unschärfen zwischen Politik und Justiz. Und das halte ich im Prinzip für eine nicht gute Entwicklung. Ja. Herr Höllwart, wie sehen Sie das mit dem Freispruch für Sebastian Kurz? Wie wird sich der Fall noch entwickeln? Betreffend die Diversion der Casino-Chefin muss man sagen, die Diversion ist ein bisschen ein Pokerspiel. Die Diversion ist ja keine Verurteilung, keine Strafe, sondern die Staatsanwaltschaft tritt von der Verfolgung zurück und das Verfahren wird eingestellt, auch wenn es Staatsanwaltschaft intern aufscheint. Aber es ist keine Vorstrafe und die Casino-Chefin hat eine entsprechende Geldbuße bekommen. Das heißt auch terminologisch Geldbuße und nicht Geldstrafe, weil die kriegt man nur bei einer Verurteilung. Allerdings ist es eben eine Abwägung. Letztendlich will ich eine Verurteilung vermeiden. Wie hoch ist die Chance, dass ich einen Freispruch bekomme? Oder ist mir dieses Risiko, sozusagen all-in zu gehen, zu hoch? Und ich nehme das geringere Übel in Kauf, nämlich die Diversion, kriege eine Geldbuße oder Sozialleistung und was auch immer und die Sache ist damit erledigt. Es heißt ja nicht nur, weil die Casino-Chefin die Diversion in Anspruch genommen hat oder ihr angeboten wurde, dass es nicht zu einem Freispruch gekommen wäre. Das hat sich ja damit vertan, unter Anführungszeichen, aber es war ihr nicht wert, offensichtlich hier das Verfahren weiterzuführen. Beim Herrn Kurz ist es schon ein bisschen eine andere Situation. Der wollte von Anfang an keine Diversion. Es wäre ihm ja auch möglich gewesen, das angeklagte Delikt, nämlich die falsche Beweisaussage, ist mit 3 Jahren Freiheitsstrafe bedroht. Also er kriegt maximal eine bedingte. Er wird natürlich nicht ins Gefängnis gehen, das ist ganz klar. Also er hätte auch die Möglichkeit, genauso wie der Herr Bonelli, eine Diversion anstreben können. Aber er steht natürlich viel mehr in der politischen Öffentlichkeit oder stand und jetzt noch in der Öffentlichkeit. Und daher ist es natürlich nachvollziehbar, dass er
einen Freispruch möchte. Und auf das zielt das ganze Verfahren hin. Und letztendlich ist es ein Urteil anhand der Beweise, die dem Gericht dann noch vorliegen werden und eine entsprechende Beweiswürdigung. Natürlich hätte die Staatsanwaltschaft auch genauso das Verfahren einstellen können, wenn sie der Ansicht gewesen wäre, eine Verurteilung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten. Dann hätte sie einstellen müssen. Aber die Staatsanwaltschaft hat angeklagt und so ist es einmal. Und jetzt wird das Gericht anhand der Aussagen und Beweise ein Urteil machen. Und wenn die Beweise nicht für eine Verurteilung reichen, wird er frei zu sprechen sein. Es war ja auch mal die Rede davon, ob es vielleicht ein politisches Comeback von Sebastian Kurz geben könnte. Da ist der Ausgang natürlich dieser Verhandlungen auch entscheidend. Frau Stenzel, was sagen Sie dazu? Also erst einmal muss man mal diesen Prozess abwarten, bevor man überhaupt andenken kann, ob es ein politisches Comeback geben kann oder nicht. Ich, selbst wenn er freigesprochen würde, wofür auch einiges spricht, muss ich ehrlich sagen, wäre ich an seiner Stelle nicht besonders erpicht, mich wieder in alle politischen Nesseln zu setzen. Also ich glaube, er hat auf jeden Fall einen Imageverlust erlitten durch diesen Prozess und der Wunderbarste, der er einmal war für die ÖVP, noch dazu in Zeiten, die wirtschaftlich schwierig sind und wo man nicht wirklich viel gewinnen kann und wo die ÖVP auch in einem Art Dauertief ist. Also ob er sich das antun will, wie der Phönix aus der Asche, da wieder aufzusteigen in den politischen Olymp, das wage ich zu bezweifeln. Ja, ich glaube, wir könnten an der Stelle noch sehr lange und sehr viel über diese Thematik sprechen. Ich glaube, etwas, was Sie beide heute gesagt haben, das ist es. Man muss abwarten, wie es nun weitergehen wird, was der Ausgang sein wird, was die Ergebnisse sein werden. Wir werden Sie natürlich gemeinsam mit großer Spannung abwarten, Sie immer wieder auf dem Laufenden halten. Sie können sich natürlich auch auf oe24.at immer die neuesten Informationen holen. Dann sage ich an Sie beide vielen Dank, dass Sie heute hierher gekommen sind. Gerne. Vielen Dank, dass wir über die Thematik sprechen konnten und wir werden nun in eine kurze Werbepause gehen und sind für Sie danach gleich wieder zurück.